Hallo und willkommen zurück bei Risen 3 und wie versprochen, erstmal wieder hier irgendwelche Krabbler töten und dann müssen wir gucken, dass wir zur Nachtwache kommen. Wow. In der Hoffnung, dass wir dann da tatsächlich auch da hingehen können. Dem war es ja, dem werten Herrn war es ja die ganze Zeit nicht. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Nicht dunkel genug, beziehungsweise immer noch nicht spät genug. Ja, genau, Bones, hau mal drauf. Ja, verdammt, es blockt. Na. Na. Okay, ich habe wieder Aggro. Moment, halt. Wieso? Nee, da. Spinnenbein. So, haben die hier irgendwas Leckeres bewacht? Irgendwie ein Goldschatz. Irgendwas. Nee, sieht auch mal wieder nicht so danach aus. Okay, huch. Also irgendwo höre ich es noch rumächzen. Also, war aber nur eine Ratte. Plop. Liegt hier irgendjemand Bekanntes? Nee. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja, doch, sind richtig. Wunderbar. So, ist Nacht, können wir? Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Ja. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Hm. Okay, also du gehst jetzt aber nicht mit mir denselben Weg ab, den ich da schon vorbereinigt habe, oder? Wäre ein bisschen armselig. Weil das hätten wir auch während dem Tag machen können. Und sonst, Mason, alles klar. Was machst du sonst so hier während der Nachtwache, außer hier spazieren gehen? Weil was anderes machst du gerade nicht. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Ja. Leg mal einen Zahn zu. Genau. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Es läuft. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Ja. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Was? Komm. Das Vieh mache ich kalt. Wo? Ah, Scherge. Scheiß Schatten. Plop. Moment, hier liegt eine Schattenwaffe, halt. Nehmen wir mit. Lass uns weitergehen. Ja, ja. Ah. Freunde? Oh. Was ist das da? Ah. Ein guter Dämon. Ja, ja. Stürmt, du stürmst schon mal hier vor. Wunderbar. Können wir weit. Angriff! Was ist es? Ein Schattenwächter, okay. Dem Dämon hast du es gezeigt. Ja.
Und der hatte nur einen Schädel dabei. Naja. Hätte ja auch ein bisschen mehr dabei haben können, so ein Wächter. Lass uns weitergehen. Aber wird bestimmt auch nicht so wirklich gut bezahlt. Komm, wir gehen weiter. Ja, Moment. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Da lag auch noch irgendwas. Sah nach einer Ratte aus. Irgendwas schnarcht. Das war's. Zurück zur Taverne. Okay. So, dann folgen wir dir noch in die Taverne und dann gehen wir nochmal zurück und gucken, was da in der Ecke... So, wow. Da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Mhm. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Okay, also kein Nachtzuschlag? Ja. Tja, dann machen wir Nachtwache und es gibt keinen Nachtzuschlag. Das sind ja auch wieder beschissene Arbeitsbedingungen hier. Ja, da unten, da pennt eine Ratte. Das Geschnarche beenden war, glaube ich, mal. Aber auch nur, weil wir es können. Nicht, dass wir da unten irgendwas gebrauchen könnten. Hoppa! Und? Das ging schnell. Jep. Ging's? Was? Silberbecher? Brot? Ja. Messer? Bones nehmen wir auch mit. Ich würde jetzt zwar jetzt nicht behaupten, dass es sich gelohnt hat, aber besser als ganz umsonst. So. Also er ist jetzt zurück zur Zitadelle. Ich muss auch noch hier irgendwas machen. Jäger der Dämonen, Schattenlord, möchte... Dem Dämonjäger kümmere, viele von ihnen brauchen Hilfe, um den Weg zur Zitadelle zu finden. Kann man das hier irgendwo markieren? Au, 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 au. Alter Falter. Okay, die sind ja schon alle in der Zitadelle anscheinend. Aber hier stehen noch so ein paar rum. Da... Da oben und hier hinten. Könnte natürlich versuchen, ob wir mit den anderen da schon irgendwie reden können, ob die da irgendwie was Neues für mich haben. Ich glaube, das probieren wir auch einfach mal aus, weil es sowieso mehr oder weniger auf dem Weg liegt. Dann fragen wir da direkt den Erstbesten. Weil ich habe da nämlich jetzt so absolut keine Ahnung. Weil mit gesprochen haben wir ja mit denen soweit allen. So, mit dir jetzt zum Beispiel. Ah ne, du bist ja wieder Mason. Mason, dir geht's gut. Ja. So, Wilson, für dich muss ich ja noch den Ring an die Frau bringen. So, haben wir hier noch irgendjemanden? Ach, hier der Stinkstiefel, oder? Ist da wer? Ist da wer? Ja, ja, ich bin das. Hallo. Porter. Steck ja nichts ein. Ja, ist ja gut.
Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Mhm. Ja, okay. Porter ist auch wieder am Start. Okay, der ist halt hier. Dem haben wir ja auch geholfen. Ja gut, dann müssen wir uns halt allen anderen widmen. Also die müssen einfach nur wieder hierhin zurück. Na gut. Das kriegen wir ja irgendwie hin, wenn wir die dann alle finden. So, die nächsten waren irgendwo da oben. Wenn ich jetzt nicht so ganz genau weiß, wie man am geschicktesten da hinkommt. Ist ja wahrscheinlich über die Taverne. Also dahin. Wir könnten auch hier hoch und hier dem Weg hier folgen. Okay, also die erste rechts, geradeaus und dann links. Hier lang. Also auf der großen Karte sieht das irgendwie alles viel weiter aus. Bin ich hier tatsächlich richtig? Ja, ach ja, hier war ja der komische Golem. Den haben wir ja schon erfolgreich zerlegt. Oh, da liegt noch irgendwas. Ist es ein schlafendes Hühnchen? Ja. So, Bones, mach auch mal was. Oh, die pennen auch, glaube ich. Doofe ist, dass wenn man hier nach dem Ausweichen kann man halt nicht direkt wieder schlagen. Ich kann also nicht rollen und dann irgendwie in der Rolle im Prinzip dann schon die nächste Attacke vorbereiten. Das geht irgendwie nicht. Und manchmal ist es halt, entweder klicke ich dann zu schnell oder ist es sonst irgendwie was. Ist noch ein Hühnchen. Röp. Ah. Au. Och komm. So, die sind tot. Eigentlich mag ich die ja ganz gut, weil die hier auch immer schön hier so einen ollen Schenkel troppen. Da kann man sich dann irgendwo mal hier aufs Feuer drauf hängen. Und halt hier die Nahrungsvorräte aufstocken. Deswegen ist es ganz gut. So, aber der ist da oben. Okay. Dann müssen wir ja doch hier lang. In die Kniekehle geschlagen. So, wo ist denn das Vieh hin? Irgendwo schnarcht es noch. Ah. Au. Mistvieh. Na, na, na. Nicht irgendwo hinkullern.
Gürteltier. Das lassen wir mal. Aha. Mehr Hühnchen. Da können wir noch ein paar Beeren mitholen. So, wie sieht's denn hier aus? Achso, das ist... Ist das der Wasserfall, wo wir eben waren? Ich verliere hier immer die Orientierung. Das ist echt schlimm. So, den haben wir schon eingesammelt. Ih. Was seid ihr denn? Wo ist der Typ? Ach Gott. Da schläft die ganze Sippschaft. Seine Schlaganimation dauert halt zu lange. Eigentlich ist er da schon fertig mit dem Schlagen, aber er schlägt da nicht nach. Oh, haben wir das? Moment, haben wir die jetzt? Die habe ich gelootet, ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da schnarcht doch auch schon wieder was. Ja, das ist keine Spinne, sondern nur eine Wurzel. Ja. Au! Könntest hier noch jemanden verletzen damit? Keine Ahnung, warum ich den looten konnte, aber die anderen nicht. Wo ist der? Der hat bestimmt noch ein paar Patronen dabei, ja. So, sind wir hier richtig? Oh, halt, Bären. Irgendwie sind wir nicht richtig, oder? Doch. Wohnt hier jemand oder kann ich hier in aller Ruhe Zeugs mitnehmen, wenn denn hier was wäre? Also kann ich mir hier nicht so Äpfel oder sowas mitnehmen? Truthahn? Ach, war nur Bones. Leertaste klettern. Wieso liegen hier Schuhe rum? Höp. Höp. Okay. Nehmen wir mal noch ein Schlückchen Wasser. Mhm. Glaub zwar nicht, dass es irgendwie gesund ist, so abgestandenes Wasser zu trinken, aber hier geht's anscheinend schon. So, schauen wir mal hier rein. Ich sehe niemanden. Ja, da unten waren wir schon. Da ist doof. Mhm. Pilz nehmen wir mit. Auf der Bank können wir uns nur höchstens mal hinsetzen. Tja, aber hier ist niemand. Besser. Fleisch, Fuß. Mann, wenn deine Hütte so aussieht, hattest du die falschen Gäste auf der Liste. Mhm.
Wasser. Können wir so mitnehmen. Löffel. Zerbrochener Dietrich. Okay, was auch immer. Ich wusste nicht, dass wir hier einen zerbrochenen Dietrich suchen. Aber ja, wir haben ihn gefunden und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für die Folge. Ach, hier steht einer. Ja gut, ja, machen wir Schluss. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Ja, ich habe nichts gemacht. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.